So, heute habe ich wieder einen neuen Neuner. Und zwar habe ich den vorgestern freigeschaltet. Und zwar ist es der T-95, also ein amerikanischer Jagdpanzer. Er ist nur als Prototyp gebaut worden, also zwei Prototypen, denen die Abprobung auch erfolgreich absolviert. Das Fahrzeug selber ist aber nie zum Einsatz gekommen. Es hat 1700 Trefferpunkte. 440 PS. Ich halt ziemlich langsam, also über den T28 noch langsamer, mit 30 Stundenkilometer. Die war eine Panzerung 305, 152, 51. Standardgranate Schade 240 bis 400. Und die Durchschlagskraft 149 bis 248. Bei einer Feuergeschwindigkeit von 8,10 Schuss in der Minute. Sichtweite beträgt dann 380 Meter und die Funkreichweite 395 Meter. Es ist, soweit ich weiß, der einzige Panzer, wo Doppelkette hat, hier drüber, wie man sieht. Ich habe es noch im Stock, also noch nichts aufgewertet, weil ich ihn, wie gesagt, gestern habe ich ihn zum ersten Mal gefahren, weil vorgestern war es nicht so spät, wie ich ihn gekriegt habe, endlich konnte ich nicht mehr fahren. Also hat er die übliche Schwachstelle, also oben in die Luke. Und halt hinten sowieso. Und von der Seite. Vorne ist halt extrem gepanzert, aber wie gesagt, wenn man auf die Turmluke hält, oben sind nur zwei vorhanden. Dann guckt man gut durch. Ist also ein ziemlicher Wischer, hat eine große Blende nochmal vorne am Geschütz, um das Geschütz besser zu schützen. Paketemäßig sind es insgesamt zwei Pakete, wobei nur eins notwendig ist, um auf den nächsten zu kommen, der T110 E3. Aber da kostet so viel, das dauert also ein Jahr, bis man den hat, glaube ich. Auf jeden Fall, das erste Paket hat der 105 mm AT-Gun T5E1 mit 8,11 Schuss in der Minute. Durchschlagskraft 198, 245, 53 und Schade 320, 320, 420. Beim zweiten hat es 120 mm AT-Gun T350 mit einer Feuergeschwindigkeit von 6,90 Schuss in der Minute. Durchschlagskraft 248, 297, 60, Schade 400, 400, 515. Und bei dem zusätzlichen Paket sind noch einmal ein besserer Motor und eine 155 mm AT-Gun T7 mit einer Feuergeschwindigkeit von 3,28 Schüsse im Minute, bringt eine Durchschlagkraft von 276, 320, 90 und einen Schaden von 750, 750, 950. Also die halt ganz schön neu und halt ziemlich lange Ladegeschwindigkeit. Also dauert ziemlich lang. Man tut es halt am besten wieder Aufwerte halt, also Mannschaftsausbilder, beziehungsweise ich bin momentan ein bisschen neben der Cups, so im Zubehör. Schärfenrohr, genau. Das ist nicht schlecht. Und in Ansätze halt. Also Ansätze ist halt wieder Ladegeschwindigkeit. Und Heizdock schon muss, ist halt Schärfenrohr und eventuell entspiegelte Optik. Weil ich wäre so oft zusammengeschossen von Leuten, wo ich nicht sehe und so. Und ich hatte schon besser, wenn man halt die Reichweite 500 Meter erreichen tut. Und Tarnnetz wird nicht groß viel bringen, weil es ein ziemlich riesiger Panzer. Obwohl er ist flach gebaut so, aber auf alle Fall Ansätze wäre schon mal sehr gut. Vor allem, wenn man halt dann fletsche geschützt hat. Da ist die Lüftung auch nicht schlecht, aber man kann halt nur drei Sachen einbauen halt. Und wie gesagt, sichtmäßig ist mal ziemlich aufgeschmissen, weil man nicht weit gucken kann und wird zusammengeschossen dauernd. Also wäre es noch im Ansitzer halt Schärfenrohr und wie gesagt, die entspiegelte Optik. Eventuell noch, dass man halt auf die 500 Meter guckt. Wäre nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, wir sind jetzt ziemlich früh dran.
schon ein paar Sachen eingestellt, wo man Sachen kriegt halt. Also französische Toast spielt dann stärker Außenklasse Fester, weil da kann man immer schon Sachen kriegen, also ein bisschen Zebra regelmäßig ordentlich rangeklotzt. Werkzeugkiste, große, die sind immer gut. Verlöscher, automatische. Und dann halt Siedelbargeld, wo man kriegt, das extra. Das ist noch ziemlich früh, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein gescheites Match kriege, obwohl das jetzt auch schon gleich wieder eins bei mir. Zurzeit 156 Spieler in der Warteschlange. Wenn jetzt die Klippe bei Regen als Standard gefischt. Der Panzer ist ein leichtes Ziel, halb hat die AD, das ist klar, das ist die Geschwindigkeit. Und wenn er halt dann überrascht wird von schneller Panzer, kannst du dich ein kleinerer Panzer ordentlich wegschießen. Also im T28 ist mir das die Woche schon ein paar Mal passiert. Was ist die Woche? An letzten Tage halt. Man ist zu weit vorwagt. Wird dann umrundet und macht keine Chance mehr. Kannst wie gesagt selbst ein kleiner und ordentlich von hinten zusammen schießen dann und macht keine Chance mehr. Los geht's! Mal gucken, wir sind ein Neuner. Lobby mit 8er dabei noch. Passivener. Mit unserer Seite noch die Adien 6er. Wie sieht's aus? Die Fahrer 2 lieber, das hat nicht viel. Aber ich fahre halt am liebsten da links, lieber. Auf großem Gelände halt, bis man da in eine gescheite Position gefahren ist. Kann das Match schon wieder rum sein. Seid jetzt der erste vom Gegner oben rüber. Okay, 2 halte sich noch zurück. Ein schwerer und ein Jagdpanzer auf der Basis. Können eventuell unser linkes bzw. rechte Seite noch verstärken. Man muss halt beim Hauptfahrer immer aufpassen, dass der Hiebe. Jetzt gerade E50 fährt, kann auf den Gegner herkommt und arm die Seite neu haut. Vor allem beim Begegnungsgefecht ist das halt gang und gäbe. Denn ich mich halt gerne da oben hier hinter der Stau und schieße halt dann die Wärme halt direkt frei. Das ist jetzt mal 2 die Ford mit T95. Mit dem Auge behalten da drüber, das Corner, wie gesagt, von der Seite nach innen. Unsere linke Seite ist gesichert, weil ich nämlich auch immer gefährlich da komme, nämlich dann, wenn man die mit durchfährt, und hinten am Leuchtturm vor und gebe dann Arm von hinten drauf. Aber die Seite sieht gut gestärkt aus. Schon bald 3 Meter rum, bis wir da überhaupt hoch sind. Irgendwie. Jetzt ist der Vogel, sind die ganzen Gegner. Sieht der Höhe schon nicht so gut aus. Die 13 herumfahren, sind quasi 2.
ist eventuell, wenn es unser linkes Side, schwerer Panzer weg ist, ins Wasser. Er zieht sich zurück. Mit der 103er unterstütze. Ich glaube, das ist gleich weg. Oh, 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 oh.